Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Lernvideo in Mathe. Und zwar haben wir diesmal etwas ganz Besonderes. Und zwar ist es hier die schriftliche Division Teil 2. Ja, es gibt hier nämlich einige Sachen, die wir noch nicht hatten mit der schriftlichen Division. Wir hatten einfach ganz normal eine Aufgabe genommen und die durch 3, glaube ich, zerlegt. Ja, und ich würde mal sagen, heute besprechen wir alles, was noch so dazugehört. Ein Beispiel, der Überschlag. Wenn wir jetzt 13.248 haben und das durch 6 teilen, wollen es uns einfach machen. Zum Beispiel die 12.000. Die ist da doch nah dran. Jetzt überlegen wir erstmal 12 geteilt durch 6. Wie oft passt die 6 in die 12? 2 mal. Also schreiben wir uns die 2 hier hin. Uns bleiben halt noch 3 und 9 übrig, deswegen schreiben wir die dazu. Also wissen wir das ungefähre Ergebnis. Und ich würde mal sagen, wir fangen an. Wir können die 1 alleine nicht durch 6 teilen. Deswegen nehmen wir gleich die 12, würde ich mal sagen. Weil das halt das Maximum ist. Und übrigens, ich glaube, ich habe das in meinem Lernvideo falsch erklärt. Also wir müssen jetzt erstmal hier die 12 runterholen. Dann überlegen wir, wie oft die 6 in die 12 passt. Aha, 2 mal. Jetzt müssen wir eine Umkehraufgabe rechnen. 2 mal 6 sind 12, also schreiben wir uns das dann wieder hier runter. Und wenn wir mit einer Rechnung fertig sind, schreiben wir das dann einfach so und nicht, dass wir überall Nullen hinmachen. Und jetzt ist halt nur das Ding, wir nehmen uns die 48 runter, weil wir die 4 alleine nicht durchkriegen. Das Maximum ist 48. Achtung, nicht einfach 8 hinschreiben. Immer wenn man 2 Zahlen benutzt, muss man da erstmal eine 0 hinschreiben. Jetzt ist das Ganze fertig und wir schreiben eine 0 mit einem Strich hin. Ja, also schon mal klar, das war der Überschlag. Probe mit mal. Ja, ist auch noch mal ein bisschen anders. Wir überlegen uns erstmal, wie oft die 7 in die 34 passt. 7, 14, 21, 28. 35 ist schon größer, also 4 mal. 7 mal 4 sind 28. Jetzt dividieren wir. Hier ist die Rechnung zu Ende. Hier haben wir den Rest. Wir nehmen uns 3 runter. Dann überlegen wir 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63. Das heißt 9 mal. Kann man, glaube ich, wieder aufgrund der Qualität nicht so gut erkennen. Okay, 9 mal 7 sind 63. Dann haben wir wieder den Rest, das ist 0. Wenn wir hier an der Stelle mit der Rechnung zum Ende sind. Okay, jetzt nehmen wir uns die 8 von oben runter. Einmal passt es rein. Was einmal 7, richtig, 7. Rest 1. Wir nehmen uns dann die 4 runter. 7, 14. Das passt zweimal rein. So, 14 ist auch das Maximum. Also sind wir auch mit der Aufgabe schon mal fertig. Allerdings müssen wir das Ganze noch mal 7 rechnen. Das letzte Video
ging ja um schriftliche Multiplikation. Wir rechnen erstmal die 2 mal 7. Was könnte das sein? Egal, das hier. Also 2 mal 7 sind 14. 7 mal 10 sind 70. 7 mal 900 sind 630. 7 mal 4000. Übrigens, das sind nicht 630, sondern 6300, wollte ich sagen. 7 mal 4000 sind 28.000. Das addieren wir. 4 plus 0 plus 0 plus 0 sind 4. 1 plus 7. Also, ich meinte 1 plus. Also 10 plus 70 plus 0. Ja? Plus 0 sind 80. Und 300 plus 0 sind einfach nur das hier. Und 6 plus 8 sind 14. Den Übertrag schreiben wir uns zu. 2 plus 1 sind 3. Ihr merkt schon, wir haben das Gleiche von eben wieder hier stehen. Ja, also das mit der Probe, da hat man die schriftliche Division doch nochmal nicht als die einzige schriftliche Rechenweise gebraucht, sondern manchmal braucht man auch nochmal die schriftliche Multiplikation. Dividieren mit Rest. Ja, das ist jetzt tatsächlich so eine Sache. Nochmal eine andere Nummer. Wir merken, einmal passt es rein. Ich muss eigentlich nichts mehr erklären. Ich glaube, ihr kennt das Thema jetzt. Müsstet ihr eigentlich kennen? Also, ganz ehrlich. Ich hatte ein extra langes Video mit einer extra langen Aufgabe. Was ihr hoffentlich gesehen habt. Also, wenn ihr es nicht gesehen habt, wo wart ihr überhaupt? So, 2. Nehmen wir uns den 9 runter. 2, 4. Kann man nicht erkennen. 5. Wegen der 24 nochmal die 3 hinschreiben. Also, wir haben hier eine 5 am Ende und keine 0. Deswegen schreiben wir uns auf R5. Das R steht für Rest. Also, wenn die 8 nicht perfekt hier reinpasst, haben wir einen Rest und das wäre in dem Fall 5. Dividieren mit Komma, ja, ist auch nochmal eine andere Nummer. Reimt sich fast, sagen wir mal so. Wir nehmen uns die 4 runter. 4 Komma gleich, rechnen. Wie oft passt die 4 in 4 Komma? Richtig, 1 Komma mal. Rest ist offensichtlich 0. 6 runter, 4, also nochmal 1, 2, 8, also ich mache das hier Ganze nochmal im Schnelldurchlauf. 0 hier nochmal. Auch durch mit diesem Thema. Jetzt kommt das ganz Normale. Okay, die 9. Ganz normal, einfach nur ganz normales schriftliches Dividieren müsstet ihr eigentlich kennen von meinem letzten Video. Das heißt von meinem letzten Video, das war mein erstes Video. Also ihr merkt schon, man kann sich fast kaum denken, dass das Thema schriftliche Division funktioniert. Aber anscheinend funktioniert es ja wirklich. Also man sollte immer so ein bisschen vertrauen. Ne? Also und übrigens, das Ergebnis wechselt sich
gerade die ganze Zeit mit 1, 3, 1, 3 und 1 ab. Das war nicht mit Absicht. Dann nehmen wir uns die 16 runter, also die 6, 14, 7 passt zweimal in die 14, ist 2, 1 holen wir runter. Ich nehme mal jetzt mal so weiter, weil wir keinen Platz mehr haben. Und Rest ist halt 0. 0 im Ergebnis. Ja. Das war auch das Thema, was wir hier wiederum hatten. Und wir mit 2 Stellen dividieren müssen. Wir machen das jetzt mal ein bisschen mehr kleiner. Damit ich noch genug Platz am Ende habe. Also ich mache euch das hier gerade das Ganze im Schnelldurchlauf. Oh, jetzt kommt das Spannende. Wir müssen uns gleich die ganze 46 runternehmen, weil wir die 4 alleine nicht dividieren können. Jetzt 42. Halt, weil die 42, aber wie gesagt, die Hauptsache ist, also man muss immer, wenn man sich gerade mal, wenn man sich schnell 2 Zahlen auch noch dazu holt, also je nachdem, wie viele Zahlen man in die schriftliche Division gleichzeitig packen muss, muss da immer eine 0 hinterstehen. Deswegen hier 0,6. Nicht einfach nur 6. Das kann manchmal sein, dass das Ergebnis am Ende dann zu klein ist oder sowas. Versteht ihr? Weiter geht's. 0, 4. 2 nehmen wir uns runter. 0, 2. Ja, zack, auch 0. Auch hier haben wir es wieder bei der 33. Haben wir nämlich die 28, also 0, 4 werden es in dem Fall. 0, 5. Dann nehmen wir uns die 3 runter, dann haben wir 53. 48 ist das Maxi. Was für 48? Ich meinte 49. Keine Ahnung, ob man das erkennen kann. Hier. Rest ist 4. Dann nehmen wir uns die 6 runter. Maximum, was reinfasst, ist 42. Rest ist 4. Ja, wir haben heimlich einen Rest eingebaut. Also ich habe bei den ganzen Aufgaben überhaupt geprüft, ob das einen Rest hat oder nicht. Also hier nochmal, um den Rest dazu haben. Ich meinte, man kann es ja mal machen. Wenn wir das durch 1 dividieren, ist es ja wohl klar, was da rauskommt und sowas. Allerdings war es das, glaube ich, mit dem zweiten Lernvideo, nicht auf meinem Kanal, aber von der schriftlichen Division. Also, ich würde dann mal sagen, das war's mit diesem Video. Und ciao, auf Wiedersehen, tschüss.